Hallo meine Freunde und auch allen anderen, diese Woche in Games Weekly geht es um Sony, es geht um Days Gone, es geht um Path of Exile, es geht vielleicht auch noch ein bisschen um Cyberpunk, mal sehen, wie ich so drauf bin, aber vor allen Dingen geht es um die Konsolen-Challenge, weil die Konsolen-Challenge, die lautet, 100 € stehen zur Verfügung und dafür muss man eine spielbereite Konsole inklusive Spiel bekommen und diese Aufgabe habe ich 3 Kollegen gestellt, das dann später im Talk, fangen wir mal an. Aber wie so oft fangen wir natürlich mit Sony an und Sony ist richtig gut drauf. Ja, die sind so gut drauf, die werden diese Woche sogar Horizon Zero Dawn verschenken. Richtig gehört, die verschenken Horizon Zero Dawn und dafür müsst ihr noch nicht mal ein Mitglied bei PlayStation Plus sein. Wahnsinn, oder? Fun Fact, zur selben Zeit, als Horizon Zero Dawn rausgekommen ist, ist auch noch ein anderes Spiel erschienen, nämlich Breath of the Wild. Und das wird von Nintendo immer noch zum Vollpreis verkauft. Warum ist Sony gut drauf? Ganz klar, weil sie verkauft haben und sie haben richtig schnell verkauft in Amerika, nämlich die PlayStation 5. NPD hat berichtet, die PlayStation 5 in Amerika 5 Monate am Stück die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten. Übrigens, wenn ihr euch jetzt wundert, warum sage ich da NPD? Mit NPD meine ich nicht das New York Police Department. Nein, die NPD Group ist in Amerika ein Marktforschungsinstitut, was es seit 1967 bereits gibt. Also 1 Jahr länger, als es mich gibt. Muss man halt auch mal wissen. Nur jetzt dieses Jahr im März lag die Nintendo Switch vorne. Wahrscheinlich zu verdanken Monster Hunter Rise, weil im März hat sich die Nintendo Switch nämlich besser verkauft als die PlayStation 5. Egal, wir reden jetzt über die PlayStation 5. Und die hat sich halt 5 Monate am Stück so gut verkauft wie keine Konsole vorher. Und das in Zeiten, wo es Covid gab. Naja, aber auch in Zeiten, wo die Scalper ein neues Betätigungsfeld gefunden haben, nämlich die PlayStation 5. Naja, wo viel Licht ist, da ist halt auch viel Schatten. Ja, wo wir gerade über Schatten reden, da gab es ja auch den Schatten auf den PS3-Store und dem PlayStation Vita-Store und PSP. Und da hat jetzt Jim Ryan gesagt, na, Leute, da haben wir uns wohl geirrt, das machen wir jetzt doch nicht. Der PlayStation 3 Store bleibt offen, PlayStation Vita bleibt offen, PSP, ne, den lassen sie weiterhin zu. Aber für die Vita und für die PlayStation 3 gibt's noch eine Galgenfrist. Wir wissen nicht, wie lange, weil es gibt keinen Zeitpunkt, ob sie irgendwann nochmal zumachen sollen. Aber auf jeden Fall richtig gute Neuigkeiten. Okay, was jetzt kommt, sind nicht richtig gute News, aber immerhin sind es News und Dinge, die in der letzten Woche passiert sind. Wir reden nämlich jetzt über Path of Exile. Da ist die Ultimatum League gestartet und das war, wie sagt man so schön, ein ruckeliger, ein bumpy ride, ein bumpy Start, weil die Server waren jetzt nicht wirklich so am Start, wie man sich das hätte wünschen können. Vor allen Dingen die Warteschlangen waren im, naja, das war aber auch ein Bug, da sah man dann im Millionen-Milliarden-Bereich die Zahlen. Und das wäre jetzt ja alles nicht so schlimm gewesen, wenn dann nebenbei nicht noch das Gerücht der vorgezogenen Streamer-Queue oder des sogenannten Streamer-Bonus kam, weil es ist nämlich rausgekommen, dass die Path of Exile-Streamer bevorzugt wurden, wenn es darum ging, wer jetzt auf die Server kommt. Was denen jetzt auch nicht viel geholfen hat, weil sie sind auch permanent rausgeflogen, was total nervig ist, wenn man Hardcore spielt, aber egal. Das hat dann einen ziemlichen Shitstorm gegeben, aber von meiner Seite mal so eine kleine Verständnisbekundigung oder ein bisschen Solidarität in Richtung des Entwicklers von Path of Exile, weil das ist ein kleines Indie-Team, die haben nicht so viel Kohle für Marketing, also was macht man dann? Dann nimmt man natürlich sein bisschen Geld, was man da hat, in die Hand und drückt das den Streamern oder Influencern oder wo auch immer aufs Auge und sagt denen, hey, streamt bitte unser Spiel. Und wenn man diese Leute schon bezahlt hat und dann hat man auch Probleme mit dem Server, dann sollte man die halt bevorzugen. Also ich kann das verstehen. Ist ein bisschen so wie bei Outriders, da gab es ja auch den Kokanisch, der für Outriders streamen sollte und da gab es ja auch derbe Serverprobleme. Naja, aber Ultimatum sieht auf jeden Fall aus wie eine richtig gute League. Ich werde es auch spielen. Ich hoffe, ihr auch. Kommen wir zur nächsten News. Der Creative Director von Days Gone, John Garvin, kann direkt in meinen Kopf gucken. Weil der hat nämlich gesagt, er hat eine Meinung zu etwas und wenn er das jetzt den Zuschauern sagt, ich war auch einer der Zuschauer, dann werden einige darauf richtig sauer reagieren. Und er hat recht gehabt, ich war richtig sauer, weil der Typ hat gesagt, und das lese ich euch jetzt mal vor, if you love a game, buy it at fucking full price, I can't tell you how many times I've seen gamers say, yeah, I got that on sale, I got it through PS Plus, whatever.
Also im Grunde genommen sagt er, wenn ihr ein Spiel liebt, dann kauft es zum Vollpreis. Er kann gar nicht oft genug erwähnen, wie oft er Spieler gehört hat, die gesagt haben, hey, ich habe da dieses tolle Spiel und das habe ich über PS Plus bekommen. Und dann später fängt er noch an, irgendwie zu erzählen, so, ja, weil es ging im Grunde genommen, um jetzt mal beim Anfang anzufangen, ging es darum, dass Days Gone von Sony jetzt keinen zweiten Teil kriegen wird, es wird kein Sequel geben und darüber hat er sich ziemlich aufgeregt, weil er hat es bei Sony richtig gepusht, ey, wir wollen noch einen neuen Teil machen. Dann kam dieser dumme Spruch, so, hey, wenn ihr ein Spiel liebt, kauft es zum Vollpreis. Also, zum einen, woher soll ich denn wissen, bei einem komplett neuen Spiel, dass ich es liebe? Also, das ist erstmal das Erste. Dann, wenn wir uns mal Days Gone angucken, das war ein Spiel, das kam so gegen Ende des ganzen Zombie-Game-Survival-Hypes. Und dann war die Presse, die man jetzt im Vorfeld bekommen hat, zu dem Titel jetzt auch nicht wirklich die geilste. Und wenn wir uns mal die Reviews angucken zu Days Gone, als es neu war, man beachte, als es neu war, weil es gab diverse Patches und es ist dann wirklich gut geworden. Aber zu Anfang war das echt, echt übel. Und dann vergleicht er sein Spiel auch noch mit God of War, wo er dann sagt, naja, God of War, das hat sich bei Sony auch total super verkauft und das haben die Leute zum Vollpreis gemacht und deswegen gibt es davon wahrscheinlich viele Sequels. Also dazu gehören auch schon richtig dicke Eier. Also so ein Spiel wie Days Gone mit God of War zu vergleichen, was erstmal eine ganz lange Historie hat, das letzte God of War. Man weiß, da kommt Qualität aus dem Hause der Entwickler. Das wird kein verbuggter Kram sein und man wusste, das Spiel war rund. Das war Days Gone eben nicht. Und dann zu sagen, ey, kauf das Spiel zum fucking Full Price, hey, sorry, ja, du hast recht gehabt, Gavin, das regt mich richtig auf. Und ey, nichtsdestotrotz wünsche ich dem Launch von Days Gone auf Steam, weil es kommt jetzt ja bald für PC, alles Gute, aber Entschuldigung, den Spruch, den hättest du dir mal locker schenken können. Eine Sache nochmal zu Nintendo, ja, im März haben die ja richtig gut verkauft und die können auch richtig happy sein bei Nintendo, die Switch verkauft sich halt super und das eher ein Ziel für dieses Jahr ist, also sie wollen ja 100 Millionen Einheiten verkaufen und es wurde ja auch dementiert, dass es eine Switch Pro geben wird und dieses Jahr gibt's keine neue Hardware mehr, ja, kann man glauben, aber jetzt gibt's Oatmeal Dome und Mike Heskin, ja, wer ist das? Das sind zwei Dataminer und die haben in der Firmware 12.0 haben die so ein paar Hinweise gefunden, die darauf hindeuten könnten, dass es eben genau das geben wird. Entweder neues Dock für die bestehende Hardware oder vielleicht wirklich die Switch Pro. Weil die haben dann nämlich in dem Code was gefunden, was darauf hindeutet, dass in Zukunft ein neuer Chip benutzt werden kann. Und dieser Chip soll möglich machen, dass Spiele auf 4K hochskaliert werden können. So, das jetzt zusammen mit der Information, wo wir ja schon wissen, dass Samsung für Nintendo an einem 7 Zoll Display arbeitet. Also entweder wird es jetzt von Nintendo dieses Jahr ein neues Dock geben oder es gibt doch eine neue Konsole. Und warum dementiert Nintendo das? Ist doch ganz klar, weil die ihre bestehenden Konsolen noch weiterhin gut verkaufen wollen und weil die ihre 100 Millionen erreichen wollen. Und wenn das passiert ist, tschabam, wird dann die neue Hardware angekündigt. Das glaube ich auf jeden Fall. Also zitiert mich, wenn ich Ende des Jahres, wenn es immer noch nichts Neues von Nintendo gibt, dann bin ich ein totaler Loser und hab total falsch gelegen. Aber das wird nicht passieren. Wird es nicht. Ich habe auch schon mit dem Release-Zeitpunkt für die PlayStation 5 richtig gelegen. Hab ich! So sieht's aus. Naja, kommen wir mal zum Talk. Hallo und willkommen bei unserer Konsolen-Challenge für 100 Euro. Warum Konsolen-Challenge für 100 Euro? Weil Christian hatte die grandiose Idee, dass wir 100 Euro Budget haben und für diese 100 Euro muss eine Konsole inklusive Spiel, inklusive Controller oder irgendeinem Gerät, mit dem man das ganze Ding steuern kann und man muss sofort loslegen können zum Spielen. Christian, habe ich das richtig zusammengefasst, weil es war deine Idee? Ja. Habe ich? Denk schon. Boah. Eins noch vorweg, bevor wir in den Talk gehen, das hier ist nur Teil 1, weil wir hatten eigentlich geplant, dass der René noch dabei ist. Der René ist aber jetzt dummerweise krank geworden. Also haben wir uns gedacht, machen wir die ganze Geschichte schön in zwei Teilen. Bevor ich jetzt weiter quatsche, würde es mich interessieren, was hast du, Christian, du hast ja schon alles zusammen. Also vielleicht kann ich eben gesagt. Ja, sorry, vielleicht kann ich schon mal spoilern. René hat 96 Euro ausgegeben, hat auch schon alles besorgt. Was, verrate ich nicht. Ich habe es leider nicht ganz geschafft, denn ich liege drüber, über den 100 Euro. Wie viel drüber? Ich glaube, 18 Euro drüber. Versandkosten zählen wir ja nicht mit, richtig? Nee. Versand, ja. Oder?
Und Felix, glaub, was meinst du? Felix hat schon einen Plan, aber die Sachen sind noch nicht eingetrudelt, glaube ich, oder? Ganz genau. Ich habe noch nichts da, aber ich bin auch dafür, dass wir die Versandkosten nicht mitrechnen. Vielleicht kann man an der einen oder anderen Ecke ja noch ein bisschen einsparen. In deinem Fall ist vielleicht auch noch interessant für die geneigten Zuschauer, du hättest jetzt ja eigentlich alles korrekt da gehabt, hätte ich mich korrekt ausgedrückt, weil du hast mich ja anders verstanden, weil wenn man bei dir so mit den Hintergrund sieht, du hast ja ein, zwei Konsolen schon vor Ort und du hattest mich ja so verstanden, du musst einfach so ein Paket zusammenschnüren, was im Grunde genommen 100 Euro wert ist und du hast den ganzen Kram ja eh vor Ort, aber wir brauchen ja eine Rechnung, wir wollen ja, ne, wir wollen ja wirklich Geld ausgeben und deswegen ist, glaube ich, der einzige Grund, warum du nichts hast. Ist das richtig? Das ist korrekt, aber das bekommen wir sicherlich noch gelöst. Also schön ja. Screenshots sammeln, ne, von den eBay oder Amazon oder sonst wo Einkäufen. Photoshop gilt nicht. Och. Nee, kein Photoshop. Christian, leg doch mal los, weil du hast okay. Eigentlich alles am Start, oder? Ja. Also ich wollte kein Handheld, ich wollte eine Konsole und ich wollte irgendwas mit mindestens HD-Auflösung. Und, für 100 Euro. Ja, für 100 Euro. Und ja, ich habe ein bisschen geschummelt vielleicht. Also ich habe tatsächlich eine Wii besorgt, eine Wii U sogar. Allerdings etwas abgespeckt. Also das Ding hier, wie man es so sieht, das kam komplett so, ohne Tablet, ohne Netzteil, ohne alles, bei eBay überholt für 65 Euro. Dazu musste ich mir noch ein Netzteil bestellen, extra. Das war, glaube ich, 15 Euro. Und ich habe mir nur einen Controller bestellt. So. Das ist irgendwie... Wie teuer war der Controller? Wir sind schon bei 80 Euro. Der war 18 Euro. 98 Euro? Das war halt... Ist kein Original... Wii U Pro Controller, sondern Nachbau günstig. So, jetzt kommt der Clou an der Sache. Die Wii U wäre mit Gamepad, da gibt es ja dieses Tablet für, mit dem, ne, wisst ihr ja alles, dieses riesen Gamepad, wäre es halt viel teurer gewesen. Aber es gibt eine ganze Liste von Spielen, die man auch ohne Tablet spielen kann. Also so ganz astrein ist es alles nicht, weil man kann die Wii U nicht anschließen, man kann nicht in die Settings ohne das Tablet, man kann nicht in den Nintendo Store ohne das Tablet, aber man kann sich mal von einem Freund ein Tablet ausleihen, einmal die Einstellung machen und gut ist. Ich habe dann noch über eBay Kleinanzeigen hier einmal Mario Kart 8 ohne Hülle, ohne alles, super günstig für 10 Euro geschossen. Ja, und jetzt, wie man hier schön sieht auf den Aufnahmen, das reicht, ich kann die Konsole anschließen, ich kann die Disc einlegen und ich kann das Spiel starten. Und ich kann Mario Kart 8 für 110 Euro spielen, inklusive Konsole. Ey, komm, jetzt noch eine schnelle Anekdote zu Mario Kart 8. Da ist nämlich gerade was durch die News gegangen, da haben wir heute Morgen noch drüber geredet. Denn Mario Kart 8 ist... Das meistverkaufte Spiel auf der Switch. So sieht's aus, so sieht's aus. Also echt echter Top-Hit hier. Dann könnten wir eventuell, das müssen die Leute, denke ich mal, in den Kommentaren, weil das ist ja heute Teil 1. Dann schreibt doch bitte in die Kommentare, wenn der Christian, immerhin hat er einen Top-Hit, ob wir deswegen vielleicht eine Ausnahme machen können und er weiterhin in der Wertung ist, obwohl er über 100 Euro ist. Weil immerhin ist es ein Top-Hit, der spielemäßig da ist. Also, das... Überlassen wir das doch mal den Leuten auf YouTube in den Kommentaren. Und wenn du da viele Stimmen kriegst, Christian, die sagen, ey, Christian ist weiterhin im Rennen, obwohl, wovon warst du jetzt bei 108 Euro oder 118? Muss ich auch gleich nochmal, ich rechne das gleich nochmal durch, hau das ins Video alles im Schnitt. Also es sind dann, glaube ich, 110, 112 oder so. Ja, dann stimmt für Christian ab. Also für die Lösung, ne, falls jemand das nachmachen möchte, man kann dann wunderbar, ich blende auch gleich mal die Liste ein, welche Spiele alle funktionieren ohne Tablet. Also unter anderem Wind Waker, Twilight Princess, Breath of the Wild, glaube ich sogar auch, das muss ich nochmal checken. Mario-Spiele. Ja, auch viele Nicht-Nintendo-Spiele. Sprich, ich meine damit sowas wie von Capcom, Monster Hunter oder so, läuft das da drauf? Muss ich in die Liste gucken. Habe ich jetzt leider nicht im Kopf, habe ich auch gerade nicht parat. Okay. Ich probiere es aus. Ja. Und so könnte man sich für 200 Euro noch eine richtig geile Konsole mit einer guten Spielesammlung
anschaffen. Aber wir waren ja bei 100 Euro, insofern ich will hier gar keine Ausreden, Ausflüchte sammeln. Ja, du willst, deine Aufgabe ist jetzt, die Zuschauer zu überzeugen, dass du weiter im Rennen bist. Ey Felix, du lachst auch so laut. Was hast du eigentlich geplant? Oder wollen wir noch gar nicht darüber reden, was Felix uns präsentieren wird? Das hat aber halt bevor, eine Sache, sorry, dass ich da einhake. Okay. Felix hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, weil Felix hat sich gerade eine Wii U gebraucht gekauft. Und davon kann er ja vielleicht auch noch mal ganz kurz erzählen. Er hat natürlich ein bisschen mehr ausgegeben als 100 Euro, vermute ich. Es war eigentlich gemein. Es lag an eurem Video zu 35 Jahre Legend of Zelda. Und von dem, was Christian so erzählt hat, hat er mir das so schmackhaft gemacht, nochmal Wind Waker und Twilight Princess nochmal im HD Remaster zu spielen, dass er mich tatsächlich innerhalb von, ich glaube, 5 Minuten davon überzeugt hat, dass ich dringend eine Wii U brauche mit den Spielen. Und dann musste ich zuschlagen, es gab keinen Drumherum. Fast meine Auswahl für die Challenge... sprach der Mann, der gegen das Mikrofon schlug, angeht, möchte ich eigentlich nicht viel verraten. Ich kann auf jeden Fall so viel verraten, dass ihr mich hassen werdet. Also sowohl ihr als auch die Zuschauer. Ich werde mich richtig unbeliebt machen. Aber es gibt viel zu spielen für wenig Geld. Das kann ich schon mal versprechen. Ja gut, ich habe da ja auch noch so eine Idee und habe da ja auch mal was bestellt. Das gehört jetzt hier vielleicht nicht hin. Aber das werde ich im zweiten Teil auch mal in den Raum werfen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mal, dass mich Christian dafür hassen wird. Aber apropos, eine Sache will ich noch zum Thema Christian sagen. Der Typ ist eh gefährlich. Also, wenn man anfällig ist für, hey, mal ein neues Spiel und was man sich noch kaufen müsste, sollte man mit dem eh nicht reden. Weil, ey, hol dir doch mal das, ey, kauf doch mal jedes, ey, schau doch mal das an. Also, mit Christian befreundet zu sein, ist teuer. Der bringt dann immer auf Schwachsinnsideen, was man noch an Kohle ausgeben soll. Darf ich da noch mal kurz reingerätschen? Die Idee war, im Video habt ihr über, wie hieß es noch, Legend of Zelda, The Minish Cap gesprochen. Und das war ein Teil, der ist komplett an mir vorbeigegangen. Habe ich nie gespielt, nie gehört. Und habe gedacht, okay, da fragst du Christian jetzt nochmal, lohnt das dafür, ein 3DS oder ein Nintendo DS anzuschaffen und das Spiel? Und ja, wie gesagt, innerhalb von 10 Minuten waren wir bei der Wii U und bei den HD Remaster-Titeln. Und anstatt jetzt irgendwie für 70 Euro oder so ein DS zu kaufen, bin ich dann halt bei einem Vielfachen davon gelandet und habe mir Wii U angeschafft. Die aber jetzt nicht in die Challenge kommt. Du hast da was anderes, wofür würde ich hassen werden. Sag mal, Christian, was heißt eigentlich General überholt? Was wurde da gemacht? Du stellst Fragen. Ja, ich stelle Fragen. Keine Ahnung, sie funktioniert. Ah, okay. Also ich... vielleicht gibt's irgendwelche clevere Ebayer, die so kaputte Wii Us aufkaufen und dann aus den Einzelteilen noch irgendwas zusammensetzen, was dann wieder funktioniert. Also ich habe jetzt da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Mario Kart drauf gespielt, das ging. Ist alles gut. Vielleicht gibt es auch clevere Ebayer, die denken, ey, scheiße, meine Wii U ist viel zu günstig, wie kann ich die teurer machen? Hey, ich schreibe einfach dran, General überholt. Übrigens, ganz interessante Info, vielleicht auch für die Zuschauer, als wir hier angefangen haben mit dem Drehen, hat der Christian gesagt, Leute, stellt doch mal bitte alle eure Handys aus. Habt ihr gerade gemerkt, bei wem das Handy geklingelt hat? Hä? Beim Typen mit der rot-weißen Mütze. Entschuldigung, das musste sein. Kann man nicht rausschneiden, weil ich jetzt die ganze Zeit einfach am Stück reden werde, damit man, dass man da mit dem Cut nicht zwischenkommt. So. Ja gut, das heißt ja im Grunde genommen, wir sind hier an dieser Stelle ja eigentlich schon fast durch. Also wir wissen, Teil 1. Genau, mit Teil 1. Du bist durch. Für alle Zuschauer, für euch da draußen, nochmal die wichtige Info. Wenn ihr wollt, dass Christian, das ist der Typ mit dem Handy, weiter dabei bleiben soll, dann stimmt für ihn ab und sagt, hey, Christian darf aufgrund von Mario Kart 8 weiter im Rennen bleiben. Ich enthalte mich da mal und dann kam... Ja, bitte? Wir können ja noch eine Sache spoilern. Also wie gesagt, Felix und René sind beide unter Budget geblieben. Du auch, aber du hast in einem anderen Bereich geschummelt. Was wird noch nicht verraten? Ich finde, das jetzt ist auch kein Schummeln, aber das alles sparen wir uns für Teil 2 auf, weil wir müssen da ja auch noch was zu erzählen haben, aber Teil 2 wird auf jeden Fall großartig. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wann Teil 2 kommt, heute ist Freitag,
wo Games Weekly rausgekommen ist. Und Teil 2 wird ihr frühestens Mitte bis Ende nächster Woche, also die Woche vom 26. April. Ab 26. April, also ab 28., 29. April könnt ihr mit dem Video rechnen. Seid gespannt. So, noch warme Abschlussworte von euch beiden. Das sind immer die gemeinen Fragen. Tschüss. Los, Felix, was ist denn noch, was ist tschüss. Das Wichtige, was du noch zu sagen hast? Vielleicht könntest du dich mal ein bisschen zur Seite drehen, Felix, damit wir mal einen Blick auf deine Wand hinten sehen können. Weil das, ich finde, wäre eine schöne Abschlussszene, weil ich gucke jetzt auch mal nach links auf den anderen Monitor, um zu sehen, was du da alles hast. Das ist, der Typ ist halt ein Konsolen-Messi. Das klingt so negativ behaftet. Nein, Konsolen-Messi ist die einzige Form von Messi, die wir alle lieben. Okay. Weil du bist ein aufgeräumter Messi. Gut, alle lieben, finde ich, sind auch schöne Abschlussworte. Ich liebe euch dafür, dass wir alles zusammen machen können. Ich liebe Christian dafür, dass er diese großartige Idee gehabt hat. Und vor allen Dingen, dass wir da auch noch einen richtig schönen zweiten Teil rausbekommen, der die Gemüter erhitzen wird. Also, dann sehen wir uns hier an dieser Stelle, meine Freunde, nächste Woche. Tschüssi.